Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte Früh im Marsch. Wir machen jetzt weiter mit dem Mistverkauf. Und ich überlege, ob wir jetzt gleich noch den das mit der Gärse, das lohnt sich nicht zu verkaufen, das ist zu aufwendig. Da wären wir nicht froh drüber. Ich einen Punkt habe, ich einsteigen kann. Da, cool. Na, genug Wasser? Anscheinend ja. Pumpe klappt gut. So. Dann werden wir gleich den LKW nehmen und nehmen den Misttau hinstellen und dann gleich mit der Fräse voll machen. Ein bisschen geht aber rein hier, das ist mehr wie dem. Ja, können wir es auch hinstellen. Auf jeden Fall. Heute darfst du mal Mist fahren und gleich gucken, wo der ansteht. Dort ist das Schiebeschild. Einsteigen. Ich meine, so Verkaufskurs machen für Gärreste. Muss man eigentlich gleich machen, ne? Dann müssten wir den anderen LKW nehmen. Und den Wasseranhänger und Milchanhänger mit Gärreste fahren? Na ja, gut. Ich mache mal eine Ausnahme. Aber wir haben noch Milch da. Das heißt, wir werden mal den Milch verkaufen. Ich denke mal, das ist besser. Kommen wir hier raus. Wir verkaufen die Milch. Das werden wir mal machen. Das ist nämlich ganz genauso gut. Besser wie Gärreste. Das Milch bringt mich nicht viel ein. Das ist die Version 2.5. Ich habe zwar keine Produktion, aber darum geht es eigentlich dabei. Gewisse Fehlerausmerzung ist immer dabei. Welche Fehler genau, das könnt ihr in seinem Livestream sehen. Brachte er zur 2.5 raus, einen Livestream, einen Donnerstag, glaube ich. Ist auch schon eine Woche her. Versuche mal aktuell zu bleiben. Zeitnah, so früh wie möglich. Also die war nichts von den, na sag schon, von den Produktionen, die für mich im Grunde irrelevant, weil ich keine habe. Aber das lohnt sich nicht mehr aufzubauen. Futter habe ich genug. Von daher ist das nicht so wichtig. Ja, wir werden leider so vierfach die Kühe komplett neu kaufen. Da werden wir mal richtig zuschlagen, denke ich mal. Aber mal sehen. Aktuell um die 50 Kühe, vielleicht 60, vielleicht, mal sehen. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ach, Wasser drin, dann kann ich mich aufnehmen. Das ist doof. Mein Guter wäre gepanscht, ne? F1. Früher konnte man das entleeren. Geht nicht.
Vielleicht hier. Auch nicht. Und die Kühe wollen kein Wasser haben. Habe ich gerade Wasser gegeben. Hier an den umfüllen hier. Das müsste eigentlich gehen. Das Wasser loswerden hier. So, das wäre was geworden. Nee, wieso nimmt das keine Milch? Und keine Anzeige für Milch? Ja. Und das wär's. Halb Wasser, halb Milch. Da könnten wir richtig Geld machen. Ich denke mal, das würde auffallen, denke ich mal, irgendwann. Im reellen Leben wird es nicht lange gut gehen. Da würde ich mal gleich auch sagen, ey du, deine Milch ist extrem dünn. Da kriegen wir keine Butter von raus. So. Das lohnt sich schon. Zweimal fahren. So, Milch haben wir jetzt. Guck mal, wo wir am besten verkaufen können. Milch. Bei Bäckerei. Zwar noch steigend, aber gut. So lange wollen wir nicht warten. Wieder Fliege hier. Kommen die alle her. So, ich habe sogar mehr wieder. 3000 rein, na gut. Ich muss mir mal näher bei mit Autodrive beschäftigen. Aber das muss ich mal Lust und Laune haben für. Nie gestört. Oh. Keiner gesehen. Mit Gras rumgekommen die Kurve. So weit geguckt. Ja, das ist irgendwie unpassend hier. Für die Milch jedenfalls. Aber gut. Sieht keiner. Was haben wir auch noch an Schulden? Mal gucken mal gleich. Wie sieht's aus? Schulden haben wir kaum, aber ist gut. Landkauf 1 Million, ja. Aber einiges zugelegt noch. Und neue Fahrzeuge. Naja, immerhin. Ist nicht viel, aber man freut sich, ne? Wenn ich das mal im Monat verdienen würde, wäre nicht schlecht. Und da machst du eine Ladung hier. Die Bauern stöhnen, verdienen kein Geld, ne? Man müsste eigentlich mit schwer starten, aber dann kommen wir nicht voran. Also mit schlechten Preisen und so, das ist dann...
Also gerade Straßen ist hier auch Mangelware, ne? Das war der Daumen nicht ruhig genug. Und Zeigefinger beim Zeichnen hier. Keine Autobahn. Ich glaube, gerade Strecken mir auch so langweilig. Es gibt ja auch reell den dollste Kurven, diese Zauber. Denn man liegt damit zusammen, dass der Grund und Boden jemand anderen gehört. Wieder verkehrt gelenkt. So, den knallen wir noch rein. Beziehungsweise lassen wir immer stehen. Ah ne, fahren wir doch weg. Ich wollte ja mit Gehreste fahren. Zum Klärwerk. Wir werden zwar kein Vermögen damit verdienen, aber vielleicht kommt was dabei, naja, vielleicht gleich zumindest die Schulden aus. So, ab zur Bäckerei. Damit Geld Gäre zu düngen ist Blödsinn. Und beide sind voll. Da haben wir eigentlich Glück, dass trotzdem BGH noch Silage annimmt, sonst hätten wir ein Problem. Weil das wäre aber vom Logischen her richtig zu sagen, die Gärreste müsste weg. Was soll das denn? Dass vorne keiner kommt. Ist immer die Kunst dabei, die umzukippen. Ja, Arbeit wäre noch im Norden. Quatsch. Bäume fällen wäre eine Option, ne? Stück Wald kaufen, wo ein bisschen Holz drauf ist und dann verkaufen. Das wäre die Option vom Winter. Also für unsere Früchte werden wohl nicht mehr reif werden, das glaube ich nicht. Von daher wäre Holz eine gute Option, um Geld zu verdienen. Mal ganz gucken, was wir schön am Wald haben. Natürlich in der Nähe vom Sägewerk, als anderer Quatsch. Das haben wir eingepflanzt sogar. Das könnten wir uns sogar leisten. Oder das Kleine. Denn das haben wir hier. Das wäre allzu weit weg. Ah, da schauen wir, wenn es weit ist. In erster Linie wird man sehen, dass wir jetzt hier unsere Lagerbestände verkaufen. Das heißt, Gärreste komplett verkaufen, so weit wie möglich. Lasst Autokurs fahren hier. Schauen wir mal, eingefahren kriegen. Halbwegs. Mal rausfinden, ob wir das verkaufen können. Also immer manuell aufladen und dann mal so verkaufen. Aber das wäre eine Option für Düngen. Also für Düngen kann man das ganz, ganz gut verwenden. Man muss nur entsprechend viele Fahrzeuge haben. Ne? Sonst dauert das zu lange.
Und dann man jedes Feld im Prinzip einen Traktor hat mit so eine, oder man macht einen Überladepunkt, dass man der nicht weit fahren muss, ne? Wo die vorne bei 2 und 3 eigentlich vor Ort holen könnte. Man muss es nur entsprechend einfahren. Hey, da liegt noch ein Ballen. Weil ob der auch Gärreste nimmt? Nee. Gut. Hätte mich auch gewundert. Dann werden wir einen anderen kaufen. Das ist auch nichts. Dann fahren wir jetzt zum Hof. Zur Molkerei. Quatsch, zur Molkerei, das ist schon zum Kuhstall. Bereit für die nächste Ladung. Denn 3 Tage werden wir noch sicherlich noch hier verweilen. Zumindest 2. Auf jeden Fall 2. Dass wir früher bis Mitte Winter noch hier bleiben werden und dann mal schauen, dann mache ich den Umzug. Aber wie gesagt, da werde ich mal das Geld draufbringen. Die Maschinen werden wir vorher aufschreiben, alles und Anhänger, was wir so haben. Und dann werde ich alles schön kaufen. Den Hof wieder so herrichten ungefähr. Ungefähr. Verbesserung darf natürlich angenommen werden. Ich stelle mal hier rechts weg. So, was haben wir da Schönes? Universal. Was haben wir Schönes? Der fast 70.000 Liter. 18.000. Der gibt bestimmt mit Dings hier 10.000. So, wir wollen ja Gülle fahren, ne? Also Gärreste. Grün. Das ist eine gute Farbe. Da passt Weiß ganz gut hin. Universaltanks. Silo-Skipper. Silo-Skipper Weiß. So. Was kostet der Spaß? 60.000. Also wie wir fahren müssen, um das überhaupt hinzukriegen. LKWs haben wir noch schöne LKWs da. Nö. Halt die mal hatten, ne? Der ist noch gut getankt. Halbwegs repariert. Ja, der macht's noch eine Weile. Und dann werde ich auch die entsprechend verwenden. Mal sehen. Werde ich erst vorfragen. Und wenn es zu viel war erst. Im Grunde ist mir das nicht so wichtig. So, liebes Flo, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Das war letzte Aktion für heute. Ich sag mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.